Hallo und guten Morgen auf Find the Silence und hallo aus dem romantischen Franken. Wir sind in der Nähe von Ansbach und wollen heute einen, naja, sagen wir mal, erweiterten Spaziergang durchs Dombachtal machen. Es geht hier durch diesen herrlichen Herbstwald bis ins nächste Dorf, natürlich Dombach, und dann auf der anderen Talseite wieder zurück. Und wie soll es auch anders sein im Frankenland? Es geht natürlich durch die mysteriöse Teufelsschlucht. Bleib dran, hör dir die Sage an und ich hoffe, du hast Spaß. Drück auch gleich mal den Abo-Knopf. Danke dir. Los geht's. It's so hard to be near you. Make it hard for me to breathe. And I can't stand to see you smile, 'cause it kills me from within. Your voice is like an arrow that pierces me through the heart. And your touch is like fire that will burn my skin. Du wirst es schon gemerkt haben, der Weg durch das Dombachtal ist jetzt nicht unbedingt der spektakuläre Wanderweg, denn er ist breit ausgebaut und eher etwas für den gemütlichen Sonntagsspaziergang oder für eine morgendliche Joggingrunde, wie ich schon gemerkt habe. Trotzdem ist es ein wunderschön herbstlich gefärbter Wald und ein entspanntes Tal. Und wenn es zwischendurch so einen namenlosen See gibt wie den hinter mir, dann hat man doch immer wieder was Schönes zu sehen. Maxi zumindest hat seinen Spaß und ich auf alle Fälle auch. I wish that I could say what I really feel. 'Cause I'm in love with you. It's so hard to see you when you are with him. It's so hard to hear you when he makes you laugh. The ring around your finger is a noose around my neck that tightens with every hour and every day that passes by. If only wir haben den kleinen Weiler Dambach im Loch durchquert. Im Loch, das heißt wirklich so, bedeutet so viel wie gut versteckt, im Versteck oder auch im Tal. 64 Menschen leben heute da und ein allzu gutes Wetter haben sie nicht, denn es beginnt zu regnen, obwohl es nicht angesagt war. Wie gemein. Weiter geht's. Thank you.
Je tiefer man in die Teufelsschlucht vordringt, desto dunkler wird es. Und deswegen rankt sich auch so manche Sage hier um dieses Gebiet. Eine davon erzähle ich dir, sie handelt von einem Pfarrer. Die Sage vom Teufelsgraben. Vor vielen, vielen Jahren trug sich in Dombach im Loch, im bekannten Dombachtal bei Ansbach, folgende Geschichte zu. Der Pfarrer des Ortes wurde zu einem sterbenden Schäfchen von ihm gerufen. Ich wurde gerufen. Oh, mein Schäfchen, was ist mit dir? Oh, ich sterbe. Oh, du Armer, was kann ich noch für dich tun? Lass mich die letzte Beichte abrufen. Oh, Pfarrer, ich muss dir etwas gestehen. Und zwar habe ich vor vielen Jahren Folgendes Schlimmes getan. Ich bin gespannt. Vor vielen, vielen Jahren, als ich noch jünger und ein bekannter Räuber war, da wartete ich im Teufelsgraben auf dich und wollte dich überfallen. Ich will den Pfarrer überfallen. Und ich versteckte mich hinter einem großen und mich gut verdeckenden Holzklotz und wartete auf dich, dass du des Weges kamst. Ich gehe durch den Teufelsgraben. In dem Moment, wo ich dich überfallen wollte, da passierte aber Furchtbares. Oh, oh, was ist das? Ein Engel, oh, Hilfe, oh. Keiner hier, ich kann ganz gemütlich durch den Teufelsgraben. Es waren die letzten Worte, die aus dem Munde des bösen Mannes kamen, der daraufhin verstarb. Der Pfarrer ging des Weges und lebte noch viele Jahre, glücklich bis auch an sein Lebensende. Die Geschichte vom Teufelsgraben. Falls du Lust hast auf noch viel mehr Geschichten und Sagen aus dem romantischen Franken von einem, der das viel besser rollen kann als ich, dann schau doch rein beim Kanal vom Aventurier. Ich verlinke es dir hier oben, der wirklich tolle, mysteriöse Sagen ausgräbt zu jedem Baum, zu jedem Stein und zu jedem Wasserlauf aus seiner Region. Ja, logisch. Wenn alle ihre Nachrichten hinterlassen, muss Maxi seine Nachricht auch hinterlassen. Wir sind dem Teufelsgraben entkommen. Maxi zum Glück und ich haarscharf. So war es jetzt eben. Und mir fällt auf, jedes Mal, wenn ich durch irgendeine Schlucht laufe in diesem Jahr, dann haben wir sagenhaft schlechtes Wetter. Das war in Slowenien, in der wunderschönen Schlucht Rakovskojan. Ich verlinke es dir oben. Genauso wie auch erst vor einiger Zeit im Nürnberger Land, als ich durch die Teufelskirche spaziert bin. Jedes Mal Regen. Vielleicht sollte ich nur noch Flachland nutzen. Auf Maxi, ins Flachland. Ein Tipi! Endlich mal wieder ein Tipi!
manchmal ein bisschen eng für mich. Es sind nur noch wenige hundert Meter bis zum Parkplatz und endlich haben wir den Dombach erreicht. Dieses lustig plätschernde Bächlein hat das Tal geschaffen, durch das wir heute spaziert sind. Wie hat die Wetter-App heute Morgen gesagt? Ein gruseliger Wettermix zu Halloween. Und genau das war es auch. Zwischen Sturm, Nebel, Regen und am Ende ein paar Sonnenstrahlen war es dann doch ein gemütlicher Spaziergang. Nein, es war keine wirklich beeindruckende Wanderung, aber bei all den Herbstfarben wirklich eine schöne Tour, die Maxi und mir Spaß gemacht haben, vor allem, weil wir bei dem Wetter natürlich so ziemlich allein unterwegs waren. Wir machen uns jetzt weiter nach Ansbach und wollen dort noch das tolle Schloss anschauen. Das siehst du dann in einem anderen Film. Und bis dahin sage ich, Abo-Knopf klicken, Like klicken und einen Kommentar schreiben, wenn es dir gefallen hat. Vielen Dank dafür und bis bald. Find the Silence. Maxi sagt tschüss. Tschüss. Klappt toll, Maxi. Super Hund. Gar nicht sichtbar. Super, Maxi! Und deswegen ranken sich auch so manche Geschichte. Rankt sich so manche. Es ist überhaupt kein Deutsch, was ich rede, Maxi. Komm. Rundtour durch die romantische Frankengedöns. Und heute kann ich jetzt einfach so viel labern, dass ich von vorne anfange. Dieses kleine Bächlein, das hat dieses Tal geschaffen, durch das wir und zum zweiten Mal falsch. Mehr Outtakes für Deutschland. Du hast mir deine Beichte abgenommen. Nein, andersrum, ich dir, Scheiße. Ich bin zu dick für so ein Spielzeug. Aua, aua. Oh, Halleluja. So.